Hallo alle miteinander, herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Minecraft-Serie. Ja, ich habe mich lange nicht gemeldet mit Minecraft, ja, es hat auch einen Grund. Ich werde auf diesen Grund auch noch näher eingehen, aber nicht jetzt. Denn das nimmt, glaube ich, fast eine ganze Folge in Anspruch. Nur so viel sei gesagt, ich hatte derbste Probleme mit der... Wo komme ich denn hier raus? Derbste Probleme mit der Grafik, mit der Qualität der Filme. Ich habe wirklich einiges versucht, ich habe es erst mit DxTory probiert, dann habe ich mit Playclaw probiert. Das hat auch einigermaßen funktioniert. DxTory soll auch funktionieren mit einem Trick, ich weiß, aber ich habe es nicht wirklich hingekriegt. Also habe ich mich erst mit Playclaw bedient, aber Playclaw, die enttäuschen mich irgendwie in die letzte Zeit nur noch. Sollte einen neuen Codec geben, H264, das dachte ich mir, komm, die wissen schon, was sie machen. Habe auch direkt voll aufgenommen, Stunden, um dann später zu merken, ihr habt es im ersten Video gesehen, die Qualität ist nicht so prickelnd. Das hier ist mein Haus, mittlerweile schon im x-ten Stockwerk. Ich möchte euch aber erstmal nicht mein Haus zeigen, sondern ich werde euch erstmal die anderen vorstellen, beziehungsweise wie weit die schon sind. Wir schauen mal rein. Ja, Freunde, jetzt sind wir von hier rübergelaufen nach hier. Das ist Zerlix. Zerlix Domizil. Genau. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie das bei ihm aussieht. So, das ist sein Häuschen hier. Mal rein. So, ja, der ein bisschen was an, an Pferden. Wo habe ich denn jetzt meine Axt hingeschmissen? Ey, wirst doch nicht. Wieso schmeiße ich mein Zeug? Ja, das ist diese Wegwerftaste neben der Taste zum Vorlaufen, finde ich suboptimal, muss ich ganz ehrlich sagen, Freunde. Finde ich suboptimal. Zerlix hat, wie gesagt, hier zum einen auch eine Item-Sortieranlage mittlerweile gebaut. Hat hier draußen schon dreimal Holz. Einmal Gummibäume, einmal Akazienholz und da hinten ist noch Eiche. Macht aber immer nur die kleinste Größe in dem Sinn, ja, einmal außenrum, ohne irgendwelche Verbreiterung bzw. Erweiterung. Kann man ja natürlich auch machen, es reicht eventuell sogar beim Holz. Ihr seht, es geht relativ fix, er hat Tanks für die Schlacke draufgesetzt, alles wunderbar. Hier hat er noch ein bisschen was an Strom, der auch gespeist wird hier drüber. Über diese Stromleitung, weil seine Stromerzeugung ist im Haus. Er hat das Ganze hier ein bisschen, ein bisschen anders gelegt, wie ich das gemacht habe. Und zwar hat er hier mehr oder weniger die Einführungskiste, die ganz normal ausgibt. Und hier jeweils immer nur die 3, beziehungsweise, ne, weil 3 sind ja 3 Stück, ne? Also sprich 1, 2, 3. Oder halt hier an diesen 6 Stück sortiert. Ja? Was das Holzschwert hier ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ist auch egal. Er sammelt auch hier noch die Erze extra, sehe ich. Was haben wir hier? Induktionsschmelzer, Pulverisierer, kennen wir. Hier hinten ist der Strom. Finde ich ganz geil gemacht hier mit der Art und Weise, wie der Strom hier abnimmt. Ist nicht schlecht. Sind diese gehärteten Energiezellen? Da habe ich ja auch noch eine einstecken. Nee, das ist eine Leadstone. 2 Millionen, glaube ich, ne? 1, 2, 3, ja, genau. 2 Millionen, das sind die gehärteten. Aber er hat alles extra sortiert. Gar kein Thema. Wie gesagt, hier, das ist der Strom. Kann er abstellen, anstellen, abstellen. Hier hat er wahrscheinlich Zugang zu Kohle, die hier in die einzelnen Stromgeneratoren gehen. Oder was auch immer.
er da nimmt. Hier unten hat er eine Art Mobspawner. Was heißt eine Art? Es ist ein Mobspawner. Und zwar kommen die Mobs von oben runter gefallen. Ich kann das mal zeigen, da oben. Man muss nur aufpassen, hier sind die so hoch, da müsste eigentlich die Mauer eins höher, weil die springen über die Mauer drüber. Eben ist mir ein Creeper fast. Seht ihr? Seht ihr, seht ihr, seht ihr. Also, sicher ist es noch nicht wirklich. Müsste halt die Außenmauer hier noch ein bisschen höher. Aber ansonsten ist es eigentlich eine sichere Sache. Ihr seht, von da hinten kommt der kleine Heini bis hier vorne hin. Wenn der da vorne ist, wird er vom Mahlwerk zermahlen. Fällt um. Und das Ganze... Oh. Oh, schnell wieder weg hier, schnell wieder weg. Ja, 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 ja. Das Ganze geht dann als Essenz in diese Tanks hier, was wir dann verwenden können für Verzauberungen. Und zwar hat er die Verzauberung hier. Ich habe das eben schon mal gemacht. Hier ist dann diese Essenz drin, die dann hier über dieses Item mit einer Verzauberung vollgemacht werden kann. Es ist vollkommen egal, was wir selbst für ein Level haben. Dieser Level hier wird durch die Essenz erzeugt. Ja. Ich habe hier eben gerade Schärfe 4 drauf gemacht, was mir 12 Angriffsschaden gibt, und habe das Ding nochmal reingelegt. Es hat am Anfang 2500 WK gekostet. Wenn ihr gerade eben im Moment seht, kostet das 10.270. Das heißt, für die zweite muss ich ungefähr viermal so viel bezahlen. Zack. Haltbarkeit 3. Sehr nice. Denn das Ding geht relativ schnell kaputt, habe ich gesehen. So, ich will es ihm kurz schreiben. Plus Haltbarkeit 3. So, hier haben wir noch den automatischen Entzauberer. Das heißt, wir könnten jetzt quasi das Ding hier reinschmeißen und könnten das auf ein Buch schreiben. Und hier ist ein Amboss. Das heißt, habe ich das Ding zweimal in Schärfe 4, kann ich daraus einmal Schärfe 5 machen. Das ist der automatische Amboss. Das ist eigentlich schon im groben Zerligs Haus. Hier geht es noch runter in den Keller. Da hat er noch ein bisschen was, ja, da geht es in die Unterwelt. Hier oben hat er, was hat er da? Was ist das? Das ist eine gehärtete Energiezelle. Was soll das hier? Was ist das? Ah, eine Teleportierplatte. Ah ja, okay. Eine Teleportierplatte heißt das, wenn ich mich da drauf stelle, werde ich teleportiert. Ja. Keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dass diese Teleportierplatte der Weg zu Phony ist. Ich frage mal kurz. Ja, mal schauen. Also hier hat er jetzt noch Zaubertisch gebaut, den er eigentlich nicht mehr gebrauchen kann, nicht wirklich. Nemesis der Gliederflügler, wie auch immer. Keine Ahnung. Hat er was geschrieben? Es ist ein bisschen blöd, dass bei diesem Mobspawner... Ah, Multimeter. Multimeter habe ich keinen. Habe ich, glaube ich, keinen ein. Nee, habe ich keinen. Okay. Okay. So, und jetzt? Wo ist der Multimeter? Ah, da hinten. So, mal auswählen und dann, funkt's nicht. Shift und Linksklick. Nö, du. Nö, du, Shift und Linksklick funktioniert nicht. Oh. Shift und Rechtsklick funktioniert aber auch nicht, Herr Kollege. Nein, nein, nein. Es gehört Phonicol.
Du hättest deine Hand verlieren können, okay? So. Gut, funktioniert nicht. Vielleicht muss das Phony irgendwie freischalten oder so. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht muss er bei mir auch eine stellen, damit ich da auch zugreifen kann. Oder ich weiß es nicht, wie genau das funktioniert. Egal. Steht da ja. So. Gut, dann müssten wir eigentlich. Ach so, okay. Okay, Freundesliste, gut. Dann muss er mich in die Freundesliste aufnehmen. So, gut dann. Wir haben alles gesehen hier. Ich würde sagen, dann fahren wir auch direkt oder gehen direkt. Wollen wir fahren oder gehen? Wir gehen direkt zu Phony. Oder eher zu Mario. Bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Naja, wir gucken mal. Ich gehe mal hier runter. Ich glaube, da stand eine Lore. Ich habe nämlich natürlich keine dabei. Selbstverständlich. So. Keine Ahnung. Rechts, links, vorne, hinten. Fahr einfach mal. Ich weiß nicht, wie es eingestellt wird. Was denn hier? Hallo? Stehen geblieben? Warum? Ich kann es nicht sagen, Freunde. Wir werden jetzt sehen, wo wir hinfahren, ob das da vorne nach rechts oder nach links geht. Zu Eura müssten wir nach rechts. Und zu Phony nach links, beziehungsweise zu mir. Ah ja, wir fahren zu Mario. Das ist auch, glaube ich, nicht weit. Er hat auch, glaube ich, hier vorne direkt den Bahnhof, beziehungsweise hier ist einfach Gleisende. Ne? Gut, hier ist steht die Türsperrangel weit auf. Es ist ja super. Finde ich nicht schlecht. Hier, Mario hat eine kleine Pinte, Marios Pinte gebaut. Warum eigentlich? Ups, warum eigentlich nicht? Haben wir hier was drin? Ein Rucksack. Guck mal hier, wie schön. Nee, nee. Wir nehmen uns da natürlich nichts raus, um Gottes Willen. Ich nehme hier nirgendwo was raus. Ich bin zwar auch Mod hier auf dem Server, wie gesagt, aber auch. Oh. Was ist mit dir? Wieso? Wieso hat er mich denn jetzt nicht angegriffen? Ha? Ui. Ui. Da geht's aber mächtig runter. Was hat er denn vor? Komisch, die reagieren gar nicht auf mich. Habt ihr das jetzt gesehen? Haben wir hier noch was? Ist hier noch jemand? Ich möchte das nochmal testen. Hallo? Gut, egal. Bei Mario sieht es folgendermaßen aus. Er hat sich das Dorf quasi untertan gemacht. Ja. Das ist wohl sein Häuschen hier. Gehe ich mal davon aus, da ist eine Eisentür hat mit Knöpfchen. Hier unten ein paar Sortierdinge. Das hier soll wohl so eine Art Vorhalle sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, irgendwas hat er wohl hier vor. Vielleicht ein bisschen auch eine Sortieranlage bauen oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er schon mal ein paar Bilder reingehängt. Das ist auch schon mal schön. So. Die Villager hier im Dorf waren ursprünglich ausgestorben. Leider, leider. Denn, ja, die haben es einfach nicht überlebt, dass wir damals hier
ins Dorf kamen. Hier die Kirche, die hat er ja noch ein bisschen umgebaut, glaube ich. Die sieht ja noch mal ein bisschen besser aus wie eigentlich im Original. Die enthält im Grunde genommen das einzige Teil, was ich jemals hier drin in diesem Spiel habe spawnen lassen. Und zwar ist das ein Villager-Spawner. Genau. Dieser Villager-Spawner spawnt immer wieder Villager, weil, wie gesagt, die Villager waren ausgestorben. Und ja, das wollten wir halt einfach so nicht lassen. Es gibt zwar auch die Möglichkeit, diese Villager wieder umzupolen quasi. Also wenn das Zombie-Villager wären, können wir diese Zombie-Villager dann wieder zu normalen Villagern machen. Aber es war ziemlich kompliziert und es ging auch nicht so ohne weiteres. Und dann haben wir gesagt, weißt du was? Einmal zum Allgemeinen, fürs Allgemeinwohl, obwohl es natürlich auch noch mehrere Dörfer hier gibt, ne? Und vielleicht tut Mario das auch mittlerweile bereuen, ich weiß es nicht. Er ist auch in anderen Spielen ab und zu mal, macht er mal so, also es färbt schon so ein Stück weit ab, gell? Also muss man schon sagen, aber er ist immer noch er selbst und von daher ist es nicht so schlimm. Weiß nicht, was er hier noch gebaut hat. Keine Ahnung. Vielleicht sollten wir mal hochgehen. Sollten wir es uns einfach mal angucken. Wo ist die Leiter hier? Was hat er hier gemacht? Was hast du hier gemacht? Häschen, was hast du hier gemacht? Ah. Okay. Ah ja, Mobspawner. Beziehungsweise... Ja, im Grunde genommen ist es ein Mob-Spawner. Es müsste halt nur noch zu sein, ne? Also einmal komplett Mauer außenrum, wäre schon nett. Hier oben dicht machen, hier darf kein Licht reinkommen und dann spawnt hier normalerweise spawnen dann hier die Mobs. Beziehungsweise die spawnen ja nicht im Wasser, das ist das Problem. Wenn sie hier reinfallen, ne, dementsprechend, dann sind sie natürlich hin und durch die Löcher unten im Boden wird das Zeug wahrscheinlich dann auch über Wasserleitungen nach hier üben transportiert irgendwie, habe ich, denke ich, gehe ich davon aus. Okay. Los, wir mal da runter. So. Naja, es ist zumindest hier was los in dem Laden. Was ist mit euch? Wo kommt ihr her? Hier im Moment? Irgendwo macht's jetzt... Hört sich also so an, als wäre hier irgendwo... Boah. Aber massig Mobs. Ich glaube, er hat auch schon einen Mobspawner. Kann das sein? Irgendwo versteckt? Ich weiß es nicht. Oh, da hinten. Guckt mal. Hey, Freunde. Haut doch nicht ab. Komm. Wo laufen die denn hin? Vor allen Dingen finde ich das ja wirklich interessant, dass ich hier hinter denen herlaufen kann. Durch die durch. Vorne weg. Und er greift mich einfach nicht an, weil er so dermaßen fasziniert ist von den Villagern da unten. Die machen den total an. Seht ihr das? Ich kann hier mit ihm einen Smalltalk halten und es interessiert ihn nicht. Finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Ey, jetzt musst du jetzt aber nicht jetzt abhauen, oder? Jetzt hätte ich dich ja noch umhauen können, du Idiot. Wo ist er? Fort. Weg. Hat sich verpieselt. Ja, draußen regnet's. Das will er nicht. Mag er gar nicht. Ansonsten... Das finde ich interessant, das muss ich wirklich sagen. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass die überhaupt kein Interesse an mir mehr haben. Und ja, nur noch auf die Villager starren. Finde ich interessant. Finde ich interessant. Das heißt, du kannst hier draußen bauen ohne Ende. Das ist vollkommen egal, solange die Villager da drin sind. Ist es kein Thema. Gut. So viel zu Mario, würde ich sagen. Wir gehen mal wieder runter.
Keine Ahnung, ob er hier unten, ob da die Redstone-Leitung überhaupt schon verlegt ist, da bin ich mir gar nicht sicher. Hallo. So. Wir checken das mal ab. Wo habe ich denn das Ding hingetan? Da. Muss natürlich jetzt blöderweise bis zum ersten Antrieb vor. Ist natürlich nicht so schön. Geht auch nicht schneller. Also. Glaube ich zumindest. Wo ist denn hier? Wieso hat er denn da hinten keine Antriebsschiene hingebaut? Da, jetzt kommt die erste. Mal gespannt, ob ich jetzt hier vorne geradeaus weiterfahre. Hey. Ah ja. Jetzt will er. Geradeaus weiter ist korrekt. Was bedeutet... Oh, shit. Was bedeutet, dass wir hier eine Lore haben, die uns im Wege steht? Löhrchen. Komm. Fahr mal da hoch, Löhrchen. Und weg ist sie. Hey. Hey, 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 hey. Puh, puh. Mach das nicht. Uah. Uah, das war knapp. Das war richtig knapp, Freunde. Was ein Glück, bin ich da jetzt noch rechtzeitig ausgestiegen. Wie komme ich jetzt hier hoch? Fettduri. Ehrlich. Ist doch nicht normal. So. Ja, das war ein bisschen blöd wegen dieser blöden Lore, die da mittendrin steht. Habe ich jetzt quasi, den Weg plötzlich wieder gewechselt nach hinten, weil ich rückwärts... Nicht schon wieder. Ach, hör doch auf. Das ist doch nicht normal mit euch. Wisst ihr was? Ja gut. Für den nächsten ist es nicht so toll. Deswegen werde ich das Ding jetzt hier abbauen. Und nehme mir einfach die andere da. Ja. Ein bisschen blöd für Zellix. Der hat nämlich jetzt quasi... Ach, hör doch auf. Das darf natürlich nicht passieren, wie gesagt, wenn der Lore auf den Gleisen steht. Kann das in die Hose gehen? Das ist ja sowieso immer so eine Sache mit der Steigung hier. Gut. Das, da wären wir jetzt bei mir wieder. Raus. Abbauen. Obwohl, die hätten wir auch stehen lassen können. Egal. Und Abfahrt. Dann geht's zu Phony. Unter dem Meer, ja. Im Moment hören wir nichts mehr. Oh, das ist ja schön. Das ist die Silent Bahn hier. Das finde ich sehr nett. Vor allen Dingen finde ich das gut, dass wir jetzt so langsam mal, dass ich so ein bisschen was aufgedeckt habe von der Map. Ihr seht es oben auf der Map schon, dass es jetzt zu Phony geht. Hier, das ist Phonys Domizil. Ich glaube... weiß zwar nicht, was das soll, aber... Gut. Das soll wohl mehr oder weniger besagen, dass man besser hier nicht rein... Ups. Na komm. Dass man besser hier nicht reinfällt, da... Aua, 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 aua.
Aua, aua. Hallo, ist gut, komm. Nee, oder? Nee, oder? Kann doch nicht sein. Gut. Puh. Naja, gut. Phony halt. Was soll ich da jetzt sagen? Weiter geht's im Text. So, Phony hat sich ein, wie soll ich denn sagen, eine... Mal wieder zu. Eine Art Baumhaus quasi gemacht. Irgendwie soll man hier durchkommen wohl. Ist man dann im Garten von Phony. Das Haus ist dort oben, beziehungsweise, ja, eigentlich schon dort oben, ja. Hier unten hat er ein bisschen Pferdezucht mittlerweile hier mit, alle mit Gold, ich weiß ja nicht, ich wollte mir irgendwie mal eins mitnehmen, aber das, jetzt lasse ich es besser, denn ich weiß nicht welches. Gut, ist auch egal, irgendwo kommt man wieder hier hoch, aber ich habe hier nicht den Durchblick. Ich war zwar schon zwei, dreimal oben, aber irgendwie finde ich immer den Eingang nicht. Jetzt hier irgendwo konnte man über die Leiter nach oben. Das geht auch bis ganz hoch. Das ist quasi der Fahrstuhl nach unten. Also unten ist man schnell, oben ist man nicht so schnell. Wenn man nicht weiß, wo es hochgeht. Ja, also das ist schon mal eigentlich der beste Schutz überhaupt. Dass man einfach überhaupt gar nicht weiß, wo es hochgeht. Ist cool. Mal gucken, ob hier unten... Ich meine, hier unten wäre auch noch irgendwo was. Konnte man nicht hier irgendwo noch eine Leiter hoch? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Sollte eigentlich, aber ich finde es nicht. Keine Ahnung, wo er das hat. Nein, ich würde es trotzdem gerne zeigen, aber ich muss irgendwie erstmal zusehen, wo der Eingang ist. Ich Freunde, ihr könnt mich schlagen, aber ich finde es nicht. Ich war schon mal hier, ich war auch schon oben. Aber ich bin hier nicht mehr, ich meine immer... Hier. Gottes Willen. Gibt's das? Das kann doch alles gar nicht sein. Irgendwie muss man doch hier hochkommen. Ja, es ist alles ziemlich bebaumt hier. Aber es wäre schon nicht verkehrt, wenn er wenigstens mal so... Da können wir doch sowieso nicht rein in diesen komischen... Hä? Jetzt bin ich aber doch verwirrt. Denn so viel ich weiß, bin ich immer in diesen Stamm nach oben geklettert. Aber das funktioniert wohl nicht mehr, weil es ist keine Leiter mehr drin. Oder sehe ich die nur nicht? Nö, hier geht dieser komische Mörderstrahl hoch. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo jetzt hier... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass in diesem Stamm mittendrin, weil es ist ja auch so ein Riesenstamm, den hat er ja... Oh, oh sorry, Phony. Ich mit meiner Sucherei, jetzt habe ich dir ein Stück, obwohl, naja, viel weggesprengt habe ich dir, glaube ich, nicht, oder? Nee, hier war, glaube ich, nichts. Es ist jetzt einfach nur ein bisschen Loch. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Da unten ist ein Skelett auch noch. Super. Ich weiß nicht, wie ich hier hochkomme, Freunde. Ich würde es euch gerne oben zeigen, aber ich komme nicht hoch. Ich kann es vergessen. Also, hier geht's nicht. Vielleicht hat er irgendwo eine Teleportplatte eingebaut. Kann durchaus sein.
Denn Phony ist da schon so weit mit Teleport und hin und her. Der hat ja schon fast alles durch hier. Hoppa. Ich tu mal kurz hier hochschwimmen. Vielleicht schaffe ich das. Kann aber durchaus sein, dass ich gleich sterbe. Obwohl, wenn man sich da so ein bisschen am Rand hält, kann man hier durchaus nach oben, ohne zu sterben. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt auch in diese... Ich glaube, ich muss bis oben hindurch. Sekunde. Hier nochmal kurz rein. Oh, oh, oh. Komm, komm, komm. Komm, das Stückchen noch. Komm, 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 komm. Auf, auf. Wieso geht's nicht nach vorne? Ah, ich krieg keine Luft. Doch, 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 jetzt. Kann ich hier drüber? Ja, kann ich. So, oh, das habe ich auch noch nicht gesehen. Phony will wohl auch noch ein bisschen was an Gebäuden dann dazu bauen. Ganz offensichtlich. Reicht wohl noch nicht. Na gut, was das hier letztendlich werden wird, weiß ich nicht. Und dann hier oben noch eine Plattform. Okay. Die Plattform sieht man auch auf der Map, dieses E. Oder was das sein soll. Also zumindest hat es so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem E. Vielleicht hat das was mit dem Euro zu tun. Wer weiß. Ich weiß es nicht. So, hier unten. Cool, jetzt sehe ich auch mittlerweile ein bisschen was. Denn vorher hatte ich habe da ein bisschen Probleme gehabt mit verschiedenen Texturen. Ach, die grüne Neune. Hier hat er ein Tor zum Nether gebaut. Ganz offensichtlich. Dass er auch nochmal eins daheim in den eigenen vier Wänden hat. Ja, muss ja auch einen Moment laufen, bis er da ist, wo er quasi... Hier ist auch diese Teleportplatte, Teleportierplatte. Ach du grüne Neune. Phony hat hier sogar schon 80 Millionen Redflux. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, resonante Tanks, ja, nö, ist klar. Was ist das hier? Endertruhen, okay. War schon alles erreicht hier, wenn ich das richtig sehe. Haben wir auch wieder den automatischen Amboss, den Zaubertisch, gerade zwei davon. Und Entzauberer. Alles schön an diese Leitungen mit diesen dementsprechenden hier mit den Essenzen verbunden. Irgendwo hat er auch einen Mob-Spawner stehen. Bin mir aber ehrlich gesagt jetzt nicht sicher, wo der steht. Hier unten drunter haben wir alles voller Lava. Das hier soll wohl irgendwie... der Laserbohrer sein, genau. Und dieser Laserbohrer holt dieses ganze Erz da raus, und zwar automatisch, scheinbar, ganz offensichtlich. Alles Mögliche scheinbar. Aber er braucht natürlich auch dauerhaft mörder viel Energie. Resonante Energieleitung, ohne die geht es dann wohl auch nicht mehr wirklich. Weil da muss ja schon einiges an Energie durchgehen. Und wie gesagt, Laserbohrer, besser Finger weg, ne? Sonst Finger ab. So nach dem Motto. Gut, okay. Soweit, so gut. Wo ist Phonys Mobspawner? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es nicht. Es sind ja eigentlich nur hier oben diese... Ah, ist auch alles mittlerweile natürlich mit Impuls-Item-Duck. Ist klar. Brauchen wir nicht drüber reden. Okay. Was ist das hier? Rubin-Block. Topaz-Block. Saphir-Block. Glowstone-Illuminator. Glowstone-Illuminator, okay.
Gut, hier hat er nochmal einen Zaubertisch, vollkommen für die Füße natürlich, weil braucht kein Mensch mehr. Wenn man diesen Zaubertisch hier hat, diesen automatischen Zaubertisch, braucht man quasi eigentlich keinen normalen Zaubertisch mehr. Ist für die Katze. Aber gut. Vielleicht will er das Ganze hier oben ein bisschen verteilen. Wäre sinnvoll, denn das ist alles ein bisschen gequetscht da unten. Was ist denn das hier? Was hat er denn da hinten? Ach so, ich habe irgendwas gehört. Phony wollte so eine Skyline bauen. Also so eine Skyline in dem Sinne, dass man da quasi entlang laufen kann. Und das hat er ganz offensichtlich auch gemacht. Wohin man da laufen kann, ist jetzt eine andere Frage, ne? Gut, wie man da hinkommt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Lauf mal hier oben hin, vielleicht kommt man da. Da ist es. Okay. Die geht also einfach nur hier hinten raus irgendwie. Sind immer wieder so Außengrenzen, Außenbezirke hier, so Dinge, ne? Wie hier zum Beispiel das Gate. Ich frage mich jetzt, wie ich hier jetzt am einfachsten runterkomme. Sollte ich wieder über diesen... War das jetzt hier oder war das jetzt da? Ich finde hier den Ausgang nicht. Das ist ein bisschen verwirrend. Irgendwo bin ich doch runtergesprungen. Bin ich nicht hier oben? Da. Okay. Gut, 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 gut. Da. Hier ist es wohl. Hier hat sich irgendwie wohl... Ne? Da können wir eigentlich auch so runterspringen. Macht nichts. Überleben wir ohne weiteres. Gut. Das ist Phonys Domizil. Über Lockfield bzw. Mandy. Mandy und Lockfield waren auch schon mal hier. Die haben auch ein bisschen was gemacht. Das war bei Mario hinten, dieser Riesenbaum. Das ist übrigens kein gebauter Baum, so wie das hier bei Phony ist, weil Phony, das ist ja kein natürlich gewachsener Baum. Der ist eigentlich quasi selbst gebaut. Ja. Bei Mandy und bei... Ups, Moment mal, ich muss mal was futtern, kurz. Oh, ich hab nichts mehr zu futtern, das ist auch nicht schlecht. Cool. Ich sehe mal zu, dass ich nach Hause komme. Bei... Was ist denn das? Ah, das wird wahrscheinlich Phonys Mobfarm sein. Gehe ich mal davon aus. Aber das hier ist mehr oder weniger mit Sicherheit keine Mobfarm, das ist ein Ausgang. Weil einmal jemand nicht mehr wusste, wo hinten und vorne ist. Wahrscheinlich. Gut. Komm, wir gucken hier nochmal ganz kurz, obwohl ich mich beeilen muss. Denn wie gesagt, ich habe jetzt im Moment gar nichts mehr zu essen. Nicht, dass ich hier Leben verliere. Nur noch 3. Was war denn das? Das war doch ein Villager. Wie kommt denn hier ein Villager hin? Ah. Er hat sich da ein Villager eingeschlossen, glaube ich. Kann das sein? Oh ne, doch nicht. Der läuft frei, okay. Aber das ist ganz offensichtlich eine Enderfalle, beziehungsweise eine Enderfarm. Aber ich glaube, das ist mit einem Mobspawner, oder? Ja, unten ist auch wieder dieses komische, dieser komische, na, wie sagt man, dieses Mahlwerk heißt es auf Deutsch. Ob er weiß, dass hier das getrennt ist, oder ist es nicht getrennt? Ist es getrennt oder ist es nicht getrennt? Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen, auf jeden Fall, ganz offensichtlich läuft's. Denn wir hören, das sind Mobs drin. Auch nicht wenig. Warum soll es auch nicht laufen? Logisch, klar.
Das war gerade wieder ein Enderman. Ich mache mich aber trotzdem jetzt mal nach Hause. Und würde fast sagen, wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir bei fast 40. Nee, wir sind bei 40 Minuten. Das ist ja eigentlich schon wieder Überlänge, was ich ja eigentlich gar nicht machen wollte. Aber Herrgott, für die anderen. Versteht ihr? Für die anderen. Machen wir das doch gerne. Ja. Ihr seht da am Rand mein Häuschen. Ich bin auch schon ein Stückchen weiter wie am Anfang. Klar, logisch, das wäre ja auch ein Ding. Bis zur ersten Ebene hier, bis zum ersten Dach hier, wo jetzt der Cursor ungefähr ist. Das ist ja hier so gerade so das Erdgeschoss. Habe ich im Grunde genommen nur die Produktion gemacht und oben drüber dann Stromerzeugung und Felder und Bäume und hin und her. Ich möchte es euch aber dann schon ein bisschen genauer erklären. Und das würde ich gerne in der nächsten Folge machen, die jetzt auch nicht mehr so lange auf sich warten lässt. Das verspreche ich euch. Ich würde sagen, habt eine schöne Zeit. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und vielleicht guckt ihr beim nächsten Mal wieder rein. Es würde mich freuen, wenn ich ganz ehrlich bin. Macht's gut.